Willkommen zurück bei Bulle und Bär, Börsenwissen einfach erklärt. Unser heutiges Thema ist der Aktienindex am Beispiel vom DAX. Ein Aktienindex ist ein Gradmesser für die Entwicklung an Aktienmärkten und unterscheidet dabei zwischen Länderindizes und Branchenindizes. Der bekannteste deutsche Aktienindex ist der DAX und er wurde am 1. Juli 1988 bei 1000 Punkten gestartet. Er beinhaltet die 30 größten Unternehmen Deutschlands. Und die Größe des Unternehmens wird bemessen in dem Umsatz, den die Firma an den Börsen hat, in Frankfurt und im Xetra, beziehungsweise an der Marktkapitalisierung, also dem Wert der Firma. Und das wird viermal im Jahr überprüft. Es gibt dabei bestimmte Kriterien, die eine Firma erfüllen muss, um zum Beispiel an den vierteljährlichen Termin in den DAX hineinzukommen, muss sie unter den Top 25 sogar sein. Eine andere Firma muss aus den Top 45 rausfallen, um aus dem DAX rauszukommen. Im September gibt es dann die regelmäßige Bewertung. Dann reicht es für eine Firma, unter den Top 30 zu sein, um in den DAX zu kommen. Aber eine andere muss dann aus den Top 40 herausgefallen sein. Ein weiches Kriterium wäre beispielsweise die Branche. Der DAX beinhaltet bereits schon 3 Automobilfirmen. Eine vierte hätte keine Möglichkeit, da reinzukommen, es sei denn, sie würde eine andere Automobilfirma ersetzen. Innerhalb des DAX haben die Unternehmen unterschiedliche Gewichtungen. Das heißt, eine größere Firma beeinflusst die Entwicklung des DAX mehr als eine kleinere Firma. Das heißt, wenn zum Beispiel eine der größeren Firmen wie SAP, BASF oder Allianz steigt oder fällt, dann beeinflusst es den DAX mehr, wie wenn eine kleinere Firma fällt oder steigt. Ich habe zum Abschluss noch ein Zitat für euch, diesmal von Warren Buffett, dem bekannten Investor. Der hat gesagt, Risiko entsteht genau dann, wenn Anleger nicht wissen, was sie tun. Hat euch unser Video gefallen, so hinterlasst uns doch gerne einen Like, schreibt einen Kommentar darunter, schickt uns gerne eine Mail und abonniert unseren Sparkasse-Reinhardt-Kanal.